Hi Leute, heute zeige ich euch mal, wie man ganz, ganz schnell ein leckeres Erdbeereis macht. So, was man braucht, ist ein bisschen Sahne. Ich habe das schon rein gemacht. Dann brauchen wir ein bisschen Milch. Habe ich auch schon rein gemacht. Ein bisschen Stevia-Süße. Da könnt ihr auch Zucker nehmen oder Rohrzucker. Das stellen wir jetzt mal ganz kurz im Kühlschrank rein. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, ich habe mir jetzt hier Crash-Eis gekauft. Davon fülle ich mir jetzt etwas in meine Friertüte rein. So, das wird schon reichen. Also ich verspreche euch, in ein paar Minuten habt ihr ein ganz leckeres, super Eis. Ich messe jetzt mal die Temperatur. Ja, 4,1 Grad habe ich jetzt. So, nun geht's weiter. Ich habe jetzt hier grobes Meersalz. Könnt ihr auch feines nehmen, ganz egal. Hab's jetzt gerade hier. So, mache ich mal da so ein bisschen was rein. Nach Art Gusto. Das vermixe ich ein wenig. So. So, wir haben ja jetzt hier unsere Erdbeeren. Wie gesagt, da ist ein Schuss Sahne drin. Da ist ein Schuss Milch drin. Und etwas Süßstoff habe ich drin, also Stevia-Süße habe ich drin. Wie gesagt, könnt ihr normaler Zucker nehmen oder Rohrzucker. Also jetzt braucht eine zweite Tüte und dann fülle ich das hier rein. Die verschließen wir. Mache ich einfach hier einen Knoten rein. So, das haben wir jetzt gut verschlossen. Das geben wir jetzt nun in unsere Tüte mit dem Eis und Salz rein. So, und das tun wir jetzt einfach nur ein paar Minuten hier drin lassen, bis sie knete. So Leute, seid ganz vorsichtig, das wird sehr, sehr kalt. Und dann ist es schon fertig. So, lasst es einfach ein bisschen in der Tüte drin, wartet ein bisschen, 3-4 Minuten. So, wir gehen jetzt hin und holen unser fertiges Eis hier raus. Das schneiden wir mal hier auf. So, so sieht es jetzt mal schon aus. Klasse aus. So, so sieht unser Erdbeereis nun aus. Wollen wir dann auch mal probieren. Sehr lecker, klasse. Leute, ich sag's euch, macht's nach. Hammermäßig für schnelles Eis. Ich sag dann wieder ciao. Bis zum nächsten Mal und tschüss.